Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Auf den Normalstationen ist für mitten im Juli in Sachen Corona leider weit mehr los als in den Sommern davor. Aber zumindest auf den Intensivstationen dürfte die Lage noch stabil sein. Wie diese Lage wirklich ist, das kann einer beantworten, der dort arbeitet, der Spezialist schlechthin, nämlich einer der intensivmedizinischen Leiter des Wiener AKHs, Professor Thomas Staudinger, und ich freue mich, ihn jetzt begrüßen zu können. Schönen Nachmittag. Wie ist denn die Lage, so wie Sie sie derzeit sehen, in Sachen Corona auf den Intensivstationen? Ja, auf den Intensivstationen stellt sich es eben etwas anders dar, und vor allem im Vergleich also zu den letzten beiden Jahren, zu den Wellen, die wir erlebt haben. Das ist im Moment intensivmedizinisch nicht im Vordergrund. Also das Problem ist eher ein logistisches Problem. Das ist natürlich ein Normalstationsproblem. Viele Patienten werden wegen, vor allem aber auch mit einer Corona-Infektion auf den Normalstationen aufgenommen. Wobei man natürlich nicht genau sagen kann, ob das diesen Verlauf der Erkrankung negativ beeinflusst, wahrscheinlich schon. Die Patienten, die wir sehen auf den Intensivstationen, die sind eigentlich hauptsächlich wegen anderer schwerer Erkrankungen auf der Intensivstation und haben eben auch eine Corona-Infektion. Und für uns bedeutet das natürlich, dass wir diese Patienten isolieren müssen, dass wir die Infektionsweitergabe verhindern müssen. Das sind eher logistische Probleme. Und das zweite Problem, wie überall, ist das Problem, dass sich natürlich auch unser Personal infiziert, zwar weniger an den Patienten, aber eher im Privatbereich, und dann natürlich ausfällt. Und das macht uns eigentlich fast mehr zu schaffen als die Betreuung, also die intensivmedizinische Betreuung von Patienten. Das ist jetzt natürlich ein extrem wichtiger Punkt. Das hört man auch österreichweit. Natürlich bei so einem hohen Infektionsgeschehen wird logischerweise auch das Gesundheitspersonal infiziert. Gleichzeitig müssen natürlich auch Sie und Ihre Kollegen, auch Pfleger und Pflegerinnen, auf Urlaub gehen. Das heißt, das ist derzeit sozusagen das Spannungsfeld sowohl auf Normalstationen, aber auch auf Intensivstationen. Ja, ganz genau. Also das Personalproblem ist es natürlich, und wie gesagt auch die Versorgung der Patienten im Sinne einer Verhinderung von weiterer Infektionsausbreitung. Sie müssen sich natürlich vorstellen, im Krankenhaus liegen ja Patienten, die gefährdet sind durch zusätzliche Infektionen, und niemand möchte natürlich, dass dort Patienten weder vom Personal noch von anderen Patienten angesteckt werden und damit den Verlauf der Erkrankung vielleicht schwerer machen, einer ganz anderen Erkrankung möglicherweise. Und das heißt, man muss trotz allem testen und man muss die infizierten Patienten isolieren, zumindest solange sie ansteckend sind, um andere Patienten nicht zu gefährden. Und das ist natürlich teilweise eine Riesenherausforderung, weil es natürlich heißt, dass Betten gesperrt werden müssen, dass dann eben keine anderen Patienten liegen dürfen und so weiter. Das ist ja schon in Linz, in Graz passiert, dass man gesehen hat, dass auch Intensivstationen teilweise gesperrt werden mussten, weil dort Fälle waren. Was kann man da jetzt eigentlich dagegen machen oder was könnte man dagegen machen? Naja, also man muss, ich meine, wir haben ja doch gelernt in den letzten Jahren, wir sind ja mittlerweile dazu übergegangen, dass wir nicht mehr ganze Stationen für Corona-infizierte Patienten widmen und sozusagen Isolierstationen schaffen, was natürlich bedeutet, dass wir mehr Betten zur Verfügung haben. Andererseits muss man natürlich dann auch versuchen, im bestehenden Betrieb diese Patienten entsprechend unterzubringen und entsprechend zu versorgen. Das sind wieder neue Herausforderungen. Also, aber wir sind dabei, einfach damit umzugehen, dass uns diese Infektionskrankheit mal bleiben wird fürs Erste. Also davon gehe ich aus, und dass wir die irgendwie in den Betrieb integrieren müssen. Baulich sind wir nicht überall darauf gut vorbereitet, aber das war halt in dem Sinne auch nicht voraussehbar. Absolut. Jetzt wird natürlich auch etwas diskutiert, das mit diesem Personalausfällen zu tun hat, nämlich ob man die Quarantäne aufheben oder aufweichen sollte. Da gibt es diesen Plan möglicher Verkehrsbeschränkungen. Das heißt, dass zum Beispiel infizierte Ärzte, Pfleger, auch Menschen ins Büro dann durchgängig mit FFP2-Maske im Spital zum Beispiel wären. Ist das etwas, das Sie sich vorstellen könnten?
Naja, das ist eine, ich bin ein bisschen ambivalent, weil einerseits, es ist natürlich so, also wir arbeiten ja seit fast 2 Jahren durchgehend mit der Maske, also gegenüber dem Patienten und auch untereinander ist es eigentlich jetzt immer schon so gewesen, dass wir eine Maske tragen und damit die Gefahr, den Patienten oder die Kollegin oder den Kollegen zu infizieren, natürlich minimiert wird. Das ist eine extrem effektive Maßnahme. Insofern glaube ich auch, dass die Gefährdung von Patienten und vom Personal durch infiziertes Personal gar nicht so hoch wäre. Aber die meisten Kolleginnen und Kollegen, die sich anstecken, sind auch krank und die haben auch Symptome und die fühlen sich nicht gut. Und das ist jetzt gerade bei der derzeitigen Variante schon so, dass der Großteil eigentlich symptomatisch ist und dass diese sozusagen jemanden, der krank ist, an ein Patientenbett zu schicken oder auf eine Intensivstation zu schicken mit der anstrengenden Tätigkeit, das würde man so mit keiner anderen Erkrankung machen. Und ich glaube, das ist das Problem. Also ich glaube nicht, dass das wahnsinnig viel bringen würde im Sinne einer Erhöhung des Personalstandes. Also ich hoffe mal, dass niemand auf die Idee kommt, intensivmedizinische Arbeit infiziert oder krank machen zu lassen, weil das ist ja eigentlich Schwerstarbeit. Aber wir werden sehen. Aber grundsätzlich, Sie haben jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich, dass die meisten symptomatisch erkrankt sind. Das kriege ich selber mit, auch bei jungen Kollegen, die dann mit hohem Fieber mehrere Tage zu Hause liegen. Aber vielleicht können Sie das ein bisschen schildern. Hat sich da die BR4, BR5-Variante auch ein bisschen verändert? Naja, wir sehen schon, das ist nur mein persönlicher Eindruck, also es ist jede Variante hat ihre gewissen Eigenheiten. Die gute Nachricht ist, dass die derzeitigen Varianten, also diese wirklich dramatisch schweren Verläufe mit den Lungenentzündungen und dem Lungenversagen, also bis hin zur völligen Funktionslosigkeit der Lunge, das sehen wir praktisch nicht mehr oder nur mehr bei sehr vereinzelten Patienten mit entsprechenden Risikofaktoren. Also das ist die gute Nachricht. Aber es ist eine Erkrankung, die für viele gar nicht so leicht also nicht spürbar ist, sagen wir es mal so. Also das kann schon bis zu einer wirklich schweren grippalen Symptomatik gehen. Und das ist auch im Hinblick auf langwierige Verläufe teilweise wirklich überraschend, was man da erlebt. Und ich habe auch Kolleginnen und Kollegen, die seit Wochen und seit Monaten Symptome mit sich schleppen, eine extreme Erschöpfung mit sich schleppen und so weiter, denen man auch wirklich nicht zumuten könnte, arbeiten zu gehen. Und das ist natürlich extrem belastend. Da geht es natürlich nicht nur ums Gesundheitspersonal, sondern das haben viele nach dieser Infektion. Und wie gesagt, also das hat wahrscheinlich mit einer Verkürzung oder anderen Quarantänebedingungen löst man dieses Problem nicht. Sie haben jetzt eigentlich Long-Covid angesprochen. Da gibt es viele Menschen, die darunter leiden. Gibt es da eigentlich irgendwelche Fortschritte? Also auch therapeutische? Also ich bin jetzt nicht so der Long-Covid-Spezialist, aber ich glaube, es ist mittlerweile, verstehen wir es etwas besser, nicht genau, was jetzt wirklich sozusagen dazu führt, aber man kann das schon behandeln. Und da gibt es mittlerweile spezialisierte Einrichtungen, die das tun und die auch beeindruckende Ergebnisse zeigen und die auch zeigen, dass diese Patienten wirklich, wirklich eine schwere Beeinträchtigung ihres Alltagslebens haben und dass die eine entsprechende Behandlung und eine entsprechende Langzeitbetreuung auch brauchen und das erfolgreich auch stattfinden kann. Also ich glaube, da ist unser Gesundheitssystem auch aufgefordert, wirklich sich um diese Patienten zu kümmern. Sie haben vorher angesprochen, dass Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen eigentlich durchgängig im Patientenkontakt oder untereinander die Maske tragen bei nicht gerade einer leichten Tätigkeit. Würden Sie Menschen derzeit bei diesem Infektionsgeschehen empfehlen, weiterhin Maske zu tragen? In geschlossenen Räumen mit anderen? Ja, also ich würde schon davon abhängig machen, wie man sein persönliches Risiko einstuft. Und das ist natürlich bei jüngeren Menschen, bei Menschen, die keine Vorerkrankungen haben, denke ich mal, kann man sich das schon überlegen. Ich meine, wir haben draußen 36 Grad. Also ich sage es ganz ehrlich, auch ich laufe nicht überall in Innenräumen mit Maske herum. Aber bei Patienten, die Vorerkrankungen haben, bei Patienten, die älter sind als 65,
täte ich schon zumindest etwas vorsichtig agieren, vor allem wenn es größere Menschenansammlungen sind. Also die Chance, sich zu infizieren, ist da, glaube ich, nicht gering zurzeit. Mhm. Es ist Gott sei Dank eben die Lage auf den Intensivstationen derzeit stabil. Es liegen, glaube ich, insgesamt 76 Patienten. Was erwarten Sie denn für den Herbst? Da gibt es viele, die jetzt Sorgen haben, dass wir jetzt das Gleiche erleben wie in den letzten Jahren, dass es im Sommer noch nicht so außer Kontrolle ist und uns dann wieder einholt. Ja, also für mich gibt es zwei mögliche Szenarien. Also ich weiß es nicht, weil es niemand weiß. Und das ist einmal die Antwort, die ich vorausschicken muss. Es gibt so zwei Möglichkeiten. Also wenn die Variante und wenn man darauf hofft, dass die Variante, die dann im Herbst zirkulieren wird, ähnlich ist wie das, was wir jetzt erleben, dann wird auch ein massiver Anstieg der Infektionszahlen wahrscheinlich intensivmedizinisch handelbar sein. Ja, das glaube ich, weil diese Patienten halt dann wahrscheinlich hauptsächlich wegen anderer oder schwerer Verläufe anderer Erkrankungen bei uns liegen. Woran ich gar nicht denken mag, ist, dass in diesem Ausmaß eine Variante auftritt, die halt wieder dem gleicht, was dann die Delta-Variante zum Beispiel gemacht hat. Also ja. Dann wird's natürlich wieder eng werden. Das ist gar keine Frage. Aber also da müsste man wirklich hellseherische Fähigkeiten haben, um das vorauszusagen. Meine vielleicht etwas naive Hoffnung ist, dass es diese Situation in diesem Ausmaß nicht mehr geben wird. Das hoffen wir, glaube ich, alle. Kurz noch zu den Impfungen. Sie wissen, da gibt es ja jetzt die Empfehlung auch des Nationalen Impfgremiums, dass sich Risikopatienten, dass sich ältere Menschen eine vierte Impfung holen. Wie sehr schützt denn aus Ihrer Erfahrung jetzt die Impfung auch Risikogruppen? Ja, gerade den Risikogruppen ist das zu empfehlen. Das steht, glaube ich, außer Frage. Was noch in Diskussion ist, ist die Frage, wann die vierte Impfung in dem Sinn muss man als Auffrischungsimpfung betrachten. Mhm. Und das ist halt wie bei jeder Impfung, die auch bei der Grippeimpfung, die jährlich aufgefrischt wird, auch hier so, dass man vor allem in den ersten Monaten nach der Impfung am besten geschützt ist und dann nimmt halt der Impfschutz langsam ab. Das ist aber nichts, das ist ja nichts Neues, was Impfungen betrifft. Aber bei Risikogruppen, glaube ich, macht das schon Sinn, vor allem eben im Hinblick auf das, was Sie angesprochen haben, auf Herbst, wo man sicher wieder einfach auch mit einem höheren Infektionsdruck konfrontiert werden. Also ob das jetzt zu schweren Verläufen führt oder nicht, das ist eigentlich irrelevant in der Masse. Aber für Risikopatienten ist das ein entsprechendes Risiko, das im Herbst auf sie zukommt. Und man muss natürlich auch sagen, die Wirkung der Impfung braucht ja 2-3 Wochen, bis die einmal in vollem Maße einsetzt. Es ist ein logistisches Problem. Das heißt, wir sollten bis zum Herbst soweit sein, dass eben gerade Risikopatienten immunisiert sind. Und das heißt, spricht nichts dagegen, glaube ich, jetzt anzufangen damit. Mhm. Das heißt, nach 4 bis 6 Monaten auffrischen lassen? Naja, zumindest, also die Empfehlung ist ja, glaube ich, ab einem halben Jahr nach der dritten Impfung. Wenn es länger zurückliegt, ist das auch kein Problem, dann kann man das trotzdem auffrischen lassen. Das ist genauso gut. Mhm. Aber zumindest, dass der Impfschutz so ab September, Oktober voll wirksam ist, das, glaube ich, ist schon eine sehr vernünftige Sache. Gut, Herr Professor Staudinger, dann bedanke ich mich für das informative Gespräch. Ich hoffe, dass der Sommer bei Ihnen stabil bleibt auf den Intensivstationen und alles Gute und hoffentlich bis bald. Hoffe ich auch. Dankeschön. Und damit schalten wir jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es spannend weiter. Bleiben Sie dran.